Sterne. Heute haben wir 27 Mitgliedssterne. Es sind immer noch 12 Sterne. Gut, die Geschichte, was mit denen passiert, wir werden jetzt alt ein bisschen angeknappert. Der pleite Geier steht drüber dieser ganzen Geschichte. Kennen Sie schon die Steigerungsform von Kohl? Das haben die mit uns gemacht. Das haben die mit uns gemacht. Und die Frage ist, und damit möchte ich langsam zum Ende kommen, was gibt es für Alternativen, was können wir tun? Und ich möchte wieder in Bildern sprechen und ich komme auf dieses Monopoly-Spiel. Was ich Ihnen hier eben gezeigt habe, war Monopoly. Das spielen wir hier die ganze Zeit. Wir sind die Blöden, wir stehen gerade auf Los, aber wir haben folgendes Problem. Wir haben nicht eine Straße und die Hauptbahnhöfe gehören uns auch nicht. Und das Elektrizitätswerk haben auch die anderen. Und jetzt stehen wir mit unseren Würfeln da und sagen, toi, 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 wir werden schon die Runde rumkommen. Und die anderen haben auch noch Hotels gebaut, wie die Blöden, und die bitten richtig zur Kasse. Wissen Sie, wo sie raufkommen müssen, damit sie unbeschadet rüberkommen? Na, erst mal aufs Gemeinschaftsfeld und aufs Fragezeichen. Dazu brauchen Sie in dem Spiel immer die 7. Ist das sehr wahrscheinlich? Und dann müssen Sie beim Gemeinschaftsfeld immer Karten ziehen und dann steht da noch drauf, rücke vor bis Schlossallee. Das ist aber dumm. Und die gehört Ihnen wieder nicht. Das heißt, der sicherste Platz in diesem Spiel ist für uns im Gefängnis. Ist das unsere Bestimmung? Da wollen die uns aber hinhaben. Und wer von Ihnen noch die Badstraße besitzt, der hat laut Spielregel in dem Moment, wo er im Knast sitzt, nicht mehr die Möglichkeit, wenn jemand auf das Feld latscht, die Einnahmen zu haben. Er wird es zu schätzen wissen. Denn die Verluste, wenn er sich auf dem Spiel bewegt, sind weitaus größer. Und ich frage mich, warum gibt es immer noch Menschen, die auf dem Spiel würfeln? Wir sollten es langsam kapiert haben. Es ist ein super Spiel, nur nicht mehr das für uns. Und es heißt deswegen Monopoly, weil einer übrig bleibt, der gewinnt. Es ist ein super Spiel für denjenigen, der jetzt alle Straßen hat. Vor allen Dingen die da hinten, die gelben und die grünen. Der kann nicht mehr verlieren. Nicht aus ideologischen Gründen, aus mathematischen Gründen. Und meine Damen und Herren, wer es nicht glaubt, führen Sie bitte ein Experiment durch. Immer Live-Experimente über das, was ich Ihnen hier erzähle. Gehen Sie bitte nach Hause, nach diesem Vortrag, laden sich Ihre besten Freunde und Verwandten ein und spielen Monopoly und sagen Ihren Freunden, heute machen wir es anders, wir spielen es mit richtigem Geld. Und ich sage Ihnen eines voraus, nach knapp 2 Stunden werden sich die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern. Wollen wir das? Das ist nicht unser Spiel. Und wir sollten es begriffen haben. Wir stehen vor folgenden Herausforderungen, meine Damen und Herren, die es zu lösen gilt, und wir müssen das machen. Erstens, wir brauchen eine Definition und Anwendung eigenen Geldes. Wir sollen eigene Austauschsysteme kreieren. Wir sollten untereinander für die Menschen, die es begriffen haben, im Austausch auf andere Dinge zurückgreifen als auf Euro, Dollar und Schweizer Franken. Ich habe lange, lange, lange darüber nachgedacht, über eine Lösung. Und ich kann Ihnen heute eine Lösung präsentieren, die ist so einfach, die werden Sie mir gar nicht glauben. Benutzen Sie deren Geld nicht und Sie sind frei. Und jetzt kommt das Schlechte an der Botschaft. Machen Sie das mal. Darüber haben die uns im Griff. Wir haben als Menschen, als Individuum, als kleine Community, in der Familie, in der Freunde und auch in der Gesellschaft schlicht und ergreifend unsere Autarkie verloren. Und die meisten wissen nicht mal, was das ist. Das Problem ist, da lernen die Logarithmus- und Kurvendiskussionen in den Schulen, das können die dann irgendwann prima rumbeten. Aber ansonsten ist die Kuh lila und Strom kommt aus der Dose. Und wenn das nicht mehr so ist, dann stehen die da mit ihrem Logarithmus. Mehr haben sie nicht gelernt. Das ist aber dumm. Darüber haben die uns in der Hand. Deswegen, eigene Austauschsysteme erfinden, denn stellen Sie sich vor, Sie würden all Ihr Leben auf die Reihe kriegen, nicht finanzieren, auf die Reihe kriegen über Nachbarschaftshilfe. Und Sie bräuchten Euro und Schweizer Franken nicht. Dann haben Sie gar kein Problem mit der Steuer. Sie hätten ja gar keine Einnahmen. So einfach können die Dinge sein.
aber letzten Endes so schwer durchzuführen. Deswegen, wo sind wir am meisten angreifbar als Individuum und als Gesellschaft? Wir brauchen autarke und dezentrale Energiesysteme. Wir brauchen autarke Lebensmittelversorgung. Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern vor allen Dingen aus gesundheitlicher Sicht, wie wir vorhin gehört haben. Und deswegen ist es interessant zu erfahren, wie das funktioniert, dass man auf ein paar Quadratmetern in seiner eigenen Wohnung oder in seinem eigenen kleinen Garten sich eine Lebensmittelversorgung aufbauen kann. Das ist wichtig für uns, denn wenn wir das auf die Reihe kriegen, dann können die ihr Zeug selber essen. Aufbau eigener Sozialnetze, eigener Gesundheitsversorgung nach medizinischen alternativen Methoden. Das ist auch wichtig. Denn dieses Gesundheitssystem, was ja eigentlich nur ein Krankensystem ist oder ein krankmachendes System, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer hier zuerst den Geiststoff gibt. Das Finanzsystem oder dieses Krankensystem, die liefern sich gerade ein super Kopf-an-Kopf-Rennen. Eigenes Recht, orientiert am Naturrecht, an den Gesetzen des Universums und einer höheren Gerechtigkeit. Dafür ist es wichtig und notwendig, wieder auf ein staatliches Recht und auf staatliche Grundlagen zurückzukommen. Dafür habe ich mit Partnern zum Beispiel auch eine Stiftung gemacht. Und Sie sehen hier etwas ganz komisch, Scottish Foundation Center, eine schottische Stiftung. Warum haben wir, übrigens vom Establishment habe ich das Gefühl, wir werden gesponsert, wir kriegen eine Stiftung nach einem Charity Act von 1993. Es ist die einzige Möglichkeit innerhalb von Europas noch eine staatliche Stiftung zu kriegen. Die meisten Leute sind in Liechtenstein und werden ihre hier wollen stiften gehen, wie es so schön heißt. Aber stiften war früher halt was Positives. Heute versucht man das auch negativ zu belegen, dieses Stiften gehen. Und dass es nur um Steuerersparnis und so eine Geschichten geht. Aber nein, eine Stiftung dient dazu, Vermögen zu sichern und zu retten. Und wenn man dann noch eine gemeinnützige Stiftung macht, dann dient diese dem Allgemeinwohl. Man muss an dem System gar nicht mal so viel ändern. Nur die Intention, wie das betrieben wird. Ich würde heute eine Zentralbank gar nicht groß anders betreiben als die Federal Reserve. Nur, die Gewinne gehören nicht privaten Leuten oder mir oder irgendjemandem, der das betreibt. Sondern wenn diese aus einer gemeinnützigen Stiftung kommen, dann gehören die Erträge, die diese Bank macht, vielleicht nach den gleichen Prinzipien, wie sie die Federal Reserve macht, die gehören dann dem Gemeinwohl, die gehören dem Volk. Und wenn das möglich ist und wenn sie diese Gewinne nehmen, die Brüder heute privat machen und einstecken, dann sage ich Ihnen heute Folgendes, glauben Sie es mir und recherchieren das nach. Kein Mensch müsste nicht eine einzige Mark, einen Euro, einen Franken Steuern zahlen. Das gesamte Gemeinwesen wäre über diese Gewinne zu finanzieren. Das wäre doch mal ein Ding. Das sollten wir tun und wir sollten es selbst in die Hand nehmen, weil die Möglichkeiten rechtlich haben wir, dies zu tun. Jetzt müssen wir das nur machen. Es hängt nur von uns ab. Dieses Finanzsystem gibt es nur, weil wir es tolerieren. Wir verwenden deren Geld. Und wenn sich morgen so ein Rothschild oder ein Rockefeller auf die Straße stellen würde und sagen würde, Jungs, wir haben euch 2.000-3.000 Jahre betrogen, war nicht so gemeint. Dieses Finanzsystem ist tot. Wissen Sie, was passieren würde? Die meisten würden das gar nicht glauben. Die machen einfach so weiter, als wenn nichts ist. Wenn ich sage, morgen ist der Crash, dann sagen mir von Ihnen 1.000 Leute, oh, das passt mir aber gar nicht, ich habe noch 15.000 Euro auf dem Konto. Heute ist das ungünstig. Und man gibt immer 1.000 Gründe, warum irgendetwas nicht funktioniert. Aber wir brauchen diesen Schnitt. Besser ist, wir tun ihn selber. Und nehmen die Dinge in der Hand, damit wir sie lenken können, als dass die das große Chaos anrichten, um dann wieder ihr System zu implementieren. Und sie werden das dann schaffen, wenn wir es nicht geschafft haben, in den lebenserhaltenden Dingen wieder autark zu werden. Vor allen Dingen in der Energieversorgung und in der Lebensmittelversorgung. Ganz wichtig. Das müssen wir jetzt aus meiner Sicht auf die Reihe kriegen. Und das hat alles nichts mit Geld zu tun. Oder wenig. Mit Geld zu tun. Das ist zu schaffen. Und diese